Ach, ich wünschte, ich könnte dir besser helfen, als dir nur von der Seite aus zuzujubeln. Wusstest du eigentlich, dass dir jemand mit einer weiteren Wiefermittlung helfen kann? Luba? Ich will keine Hilfe. Das machen wir alles alleine, also... Der Assistent Luma, der kann bleiben, wo er ist. Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Und hier ist die zweite Folge. Und bevor wir hier mit Mario uns weitere Powersterne holen, schauen wir uns erstmal, was der blaue Luma hier zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob der am Anfang schon da war oder letzte Folge, deswegen spreche ich mal an. Aber das, was er hier beizutragen hat, ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Deswegen können wir direkt aufbrechen. Ja, also in der letzten Folge haben wir uns hier zwei Powersterne geholt. Scheint noch erstmal alles zu sein, was wir uns hier holen können. Deswegen würde ich mal sagen, ja, machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Galaxie. Klar, wenn wir weiterkommen wollen, bleibt uns auch nichts anderes übrig. Die Sternen-Yoshi-Galaxie. Yoshi, der ganz groß auf dem Cover von Super Mario Galaxy 2 drauf ist, bekommt hier seinen ersten Auftritt in der Galaxie. Endlich Yoshi befreit. Na gut, bisschen falsch ausgesprochen. Endlich Yoshi befreit. So vielleicht eher. Ich weiß es nicht, ist egal. Auf alle Fälle... werden wir in dieser Galaxie eben erstmal Yoshi befreien müssen. Wer hätte es gedacht von dem Titel her? Und ja, wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Also hier anfangs erstmal ziemlich viele Piranha-Pflanzen und so. Und wir fällen direkt mal und kassieren hier einen Treffer. Ganz ordentlich, würde ich mal sagen. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Kann ich eigentlich gegen die Dinger was tun? Irgendwie mit... Dreierattacke? Ich glaube nicht, nee. Nee, können wir nicht. Die können uns nur Cyber-Damage geben und das wollen wir ja nicht. Okay, was erwartet uns hier? Kamek erwartet uns und es sieht so aus, als müssten wir Kamek... Ich nehme mal an... Also wir kommen an Yoshi ja nicht ran. Deswegen wäre jetzt meine Vermutung, wir müssen Kamek killen. Überhaupt kein Problem für uns. Und wir haben Yoshi, aber wir müssen jetzt erstmal auf den Goomba aufpassen, dass der uns nicht erwischt, aber der ist tot. Okay, dann hat sich das, würde ich mal sagen, geklärt. Und wir haben Yoshi befreit. Yoshi ist aus dem Ei geschlüpft. Du hast mich gehettet. Ich wollte meinen Freunden helfen, aber Kamek hat mich eingesperrt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie gemeinsam hätten. Mach schon, hüpf auf meinen Rücken. Ne, keine Lust. Okay, Spaß beiseite. Ich mag Yoshi wirklich gerne, muss ich sagen. Also, wobei ich sollte ja eigentlich meine Meinung ändern. Kann ich die Dinger vergessen? Ja, kann ich. Okay, dann kann ich sie doch irgendwie besiegen. Also, seitdem ich das letzte Mal Super Mario Party gespielt habe, im... letzten Stream 2018, da sollte ich eigentlich merken, dass ich Yoshi nicht mehr mögen sollte, weil der hat mir ja wirklich ein Stück weit die Party versaut. Also, ich habe schon von einigen von euch gehört, dass Yoshi so immer cheatet, schummelt in Mario Party und so. Jetzt hat es auch bei mir getan, deswegen sollte ich vielleicht noch meine Einstellung gegenüber Yoshi noch mal ein bisschen überdenken. Aber jetzt ist ja egal, jetzt ist er auf unserer Seite. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was es hier so zu machen gibt. Ob wir hier irgendwas entdecken können, bevor wir weitermachen. So, an der Stelle möchte ich auf die letzte Umfrage von der letzten Folge eingehen. Und zwar ging es dabei darum, weil immer, wenn man das Spiel in Super Mario Galaxy 2 verlässt, wird der One-Up-Counter immer zurück auf 4 gesetzt. Und so neigt sich eigentlich hier meine Kamera so komisch. Und die Frage war, ob ihr das irgendwie nervig, störend findet oder ob es irgendwie keine Rolle spielt. Also es war so, dass zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, haben 8 Leute abgestimmt.
Und von diesen 8 Leuten haben 6 Leute gesagt, dass es doch irgendwie etwas nervig ist, dass das immer abgezogen wird. Also 75%, ja. Und 2 Leute haben eben gesagt, dass es eigentlich ziemlich egal ist. Ich muss sagen, das ist auch in etwa so die Aufteilung, wie ich es erwartet habe. Ich muss sagen, ich kann definitiv beide Parteien verstehen. Ne, ich hab... Ne, ich will nicht mit dir knutschen, weg da. Ich kann beide Parteien verstehen, weil es ist so, dass einerseits fragt man sich halt schon, warum gibt es einen One-Up-Counter, wenn der sowieso immer zurückgesetzt wird? Und andererseits ist es halt dann, okay. So, wir haben jetzt die One-Ups geholt. Ja, wir haben sie alle bekommen. So, und auch den Counter wieder auf daher aufgefüllt, gerade noch rechtzeitig, bevor wir zurückgebeamt werden. Also einerseits kann ich es verstehen, weil warum gibt es die One-Ups überhaupt? Aber andererseits ist halt auch so, da man wirklich nicht irgendwie Game Over gehen kann oder so und nicht irgendwie komplett von vorne anfangen muss, ist es auch nicht so dramatisch, wenn man ja mal Game Over geht. Und dementsprechend ist es eigentlich ziemlich irrelevant, wie viel Leben man hat. Also, man muss sagen, ja, also generell, ich finde es halt schon irgendwie fragwürdig, warum das immer dann eben wegfällt. Also die gespeicherte Lebenanzahl kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir haben jetzt den Sternring direkt aktiviert, aber mal schauen, was wir sonst noch so hier finden. Weil wie gesagt, wenn er zurückgesetzt wird, man hätte sich es eigentlich auch gleich sparen können dann. Meines Wissens ist das ja auch das einzige Mario-Game, zumindest von den modernen. Ich kenne mich jetzt im Mahito-Bereich nicht so gut aus. Moment, bei einem Treffer. Ein Yoshi weg. Ja, okay, das wissen wir. Also im Mahito-Bereich kenne ich mich nicht so aus, aber von allen Spielen, sagen wir mal seit Wii, GameCube, sowas, kenne ich eigentlich kein anderes Mario-Spiel, wo das eben der Fall ist. Ja, und das ist eben das Problem bei der Sache. So, okay, jetzt erstmal genug zu der Umfrage. Ich würde mal sagen, ich habe noch ein anderes Thema zu klären. Und zwar ist es so, ja, ich habe es auf Discord angesprochen, letzten Samstag. Ihr wisst ja, dass ich generell immer am Wochenende streame, also Freitag, Samstag. Mittlerweile habe ich eigentlich beschlossen für mich, dass ich eher Samstag streamen will. Also, außer ich kann samstags nicht, werden zukünftig die Streams auch immer am Samstag sein, weil ich mag mir das schon einen festen Tag aussuchen, weil ich denke, dass es dann ein bisschen übersichtlicher ist und so und dass dann eventuell weniger Missverständnisse entstehen könnten, sagen wir es mal so. Okay, die haben wir schon alle hassiert. Gar kein Problem, ne? Wir sind schon wieder auf dem neuen Leben, von daher. Wir sind noch am Anfang, da macht es noch keine Probleme, wenn wir ständig auf 4 zurückgesetzt werden. Aber irgendwann könnte uns das schon vielleicht zum Verhängnis werden. Aber jetzt eben noch nicht. Auf jeden Fall war es so, dass ich diesen Stream letzten Samstag leider absagen musste. Und zwar, ja, mich hat's erwischt. Ich war seit... Kann ich denn nix antun? Okay, mir ist ein Hätsel, wie ich das Ding jetzt besiegt habe. Seit, ich glaube, Donnerstag ging es mir nicht gut, Freitag auch nicht. Dann dachte ich, am Freitag selbst dachte ich, weil es mir wieder besser ging, dass ich am Samstag wieder in der Lage sein würde zu streamen. Am Ende war ich es nicht und ich muss sagen, selbst wo ich eigentlich wusste, dass es dann doch nicht klappt, mir ist es eigentlich schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, weil ich muss zugeben, dass diese Streams wirklich sehr wichtig für mich geworden sind am Wochenende. Also sie machen mir zurzeit so Spaß wie schon lange nicht mehr, eventuell wie noch nie, keine Ahnung. Aber man, ich muss mich beeilen, sonst geht Yoshi zurück ins Ei. Ah, gerade so. Okay, jetzt müssen wir auf die Plattform warten.
Okay, hier ist sie. Und ich fall natürlich wieder runter. Okay, dieses Mal waren wir erfolgreicher. Haben auch dieses Mal den Goomba erledigt, der uns das letzte Mal Probleme gemacht hat. So, dich können wir auch mal ganz problemlos killen. Und ja, auf jeden Fall, es war wirklich... Ja, ich muss sagen, mir hat das irgendwie auch leid getan. Also, ich finde das immer... Ja, also ich sage nicht so gern Dinge absagen, das so... Aber man muss halt sagen, wenn ich mich an diesem Tag hingesetzt hätte und ich hätte gestreamt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Stream nicht gut geworden wäre, die wäre halt dann einfach zu groß gewesen. Und das ist halt dann auch das Problem. Es gibt da so eine Art Parallele. Also es ist so, dass wenn der Stream gut läuft, dann macht es mir auch Spaß. Aber wenn mal es nicht gut läuft, verliere ich, sagen wir mal so, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde zeitweise hatten wir alles schon, auch mal den Spaß. Und man merkt auch, dass wenn es mir richtig Spaß macht, dass ich in der Regel, es sei denn, es geht nicht anders, dass ich dann länger streame. Wir können noch weiter fliegen, okay. Und Luba hat wieder ein paar Fragen. Du weißt doch, dass wir hier auf dem Schiff keine Geheimnisse voneinander haben sollten, stimmt's? Dann mal ehrlich, du fängst doch wohl nicht an, Eier von Außerirdischen in den Garten zu legen, oder? Hahaha. Ja, du bist so lustig, Luba. Wir lachen uns alle tot. Okay, und jetzt unterbreche ich mich bitte nicht nochmal. Wir müssen... Wir haben hier was ganz, ganz Ernstes zu besprechen. Okay, wir aktivieren jetzt einfach mal das hier. Und ja, also es wäre halt echt nicht gut geworden. Und ja, es wird dann höchstwahrscheinlich dann, also vorausgesetzt, ich bin nicht wieder krank oder so am nächsten Wochenende, dann wird es den nächsten Stream geben. Und zwar habe ich mir, eigentlich das schon fürs letzte Wochenende ausgedacht, so ein Doppelstream aus zwei Spielen und ja, das wird halt dann auf nächstes Wochenende verschoben. Okay, nächster Stern, so viele Stachis heißt das Ding. Okay, also der Anfang der Galaxie scheint recht ähnlich zu sein zum alten. Deswegen denke ich, können wir da entweder schnell durchlaufen oder ich schneide euch erstmal auch ein bisschen was raus. So wie ich das jetzt auch gemacht habe. Und zwar, hier sieht man, dass hier kein Kamek ist, sondern wir bekommen Yoshi direkt. Und haben folglich... Ja, so... Oh, das war mit Ansage, ne? Okay, ich glaube nicht, dass wir hier viele erreichen werden. Yoshi, ich behaupte dich. Okay, ich weiß bloß, dass ich die Goombas so nicht besiegen kann. Ich muss darauf springen. Ja, und wir haben meist sowas von schlecht hier abgeschnitten. Also, das war ja überhaupt nichts. Also, überhaupt nichts, was uns ansatzweise jetzt Erfolg gebracht hat. Und Vollidiot One-Up Gaming läuft schon wieder in den Stachi rein. Also, aus denen hole ich mir, glaube ich, auch keine Münzen raus, ne? Aber aus dir vielleicht. Aber nicht so. Hier ist eine Münze, die holen wir uns schnell. Dann lassen wir das ja auch mal noch mitgehen, warum auch nicht. So, und damit du uns nicht aufhegst, werfen wir dich mal aus deiner Wolke noch mit raus. Okay, hier können wir... Halt, wir können da nicht rüber. Na, wenigstens ist dieses Knutsche-Ding nicht wieder da und will uns nicht wieder nerven. Auf jeden Fall, nächstes Wochenende kommt dann der nächste Stream und ich muss auch sagen, das ist auch ein Stück weit, dass ich den Stream, das war jetzt nicht meine Absicht, dass ich den Stream absagen muss, ist auch ein Stück weit, hat auch als ein Stück weit die Folge, dass ich mir für heute kein Thema richtig herausgesucht habe, sondern einfach die Themen benutze, die ich eigentlich für den Stream vorher gesehen habe. Okay, ja, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die soll jetzt nicht wirklich Thema der Folge werden.
Aber ich dachte mir mal so kurz ansprechen, kann nicht schaden. Ja, dieses extrem nervige Artikel 13, Artikel 11 Zeugs. Ja, es gab jetzt eine neue Verhandlung und ich halte es kurz. Ja, wie ich es erwartet habe, 11 Länder der EU haben komplett dagegen gestimmt. Das heißt, es gab keine Einigung. Es wurde noch weiter nach hinten verschoben. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Einigung gibt bis Mai, wo Neuwahlen sind, ist noch geringer geworden. Also sprich, ich habe sie sowieso schon als unwahrscheinlich eingeschätzt, aber es wird irgendwie immer unwahrscheinlicher. So, vielmehr sage ich jetzt dazu auch gar nicht, weil, ja, so solche Themen in solchen Let's Play Parts zu diskutieren, bringt es irgendwie auch nicht, finde ich. Deswegen, ja, machen wir einfach mal weiter. Okay, Frage ist halt bloß, hätte ich jetzt in diesen Sternhänger am Anfang oder vorhin gehen sollen oder nicht? Das ist die Frage. Okay, wir holen uns die Plattform nicht. Wir gehen einfach hier lang, weil wir einen One-Up mitnehmen können und derzeit, ja, wohl, wir brauchen die One-Ups eigentlich auch nicht. Aber Münzen haben wir ja auch keine nötig, weil wir ja keinen Treffer bisher kassiert haben. Okay, wir behaupten hier mal einen Stachy. Den haben wir. So, und wir treffen den Hector. Also, meine Trefferquote in diesem Spiel ist doch ein bisschen besser als in echten Leben. Und man merkt, auf einmal wird es hier ganz schön düster. So, und was heißt das? Es steht ein Bossfight an, und zwar gegen eine Version von Lucky 2, der jeden Tag zu McDonald's geht, sich jeden Tag 10 Big Macs reinhaut und von daher so ultra fett geworden ist. Okay, an diesen Boss kann ich mich noch ein Stück weit erinnern. Damals, ich war früher halt echt nicht gut in dem Spiel, aber ich habe mich mit diesem Boss früher ein bisschen geärgert. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt auch schon eine Zeit lang her. Deswegen denke ich jetzt mal, dass uns das jetzt noch nicht die ultra großen Schwierigkeiten behalten wird. Und er macht einfach mal ein super Ausweichmanöver. Okay, der war aber auch wirklich schlecht. Der zweite Versuch. Ah, schade. Ich dachte mir schon, dass er... Haben wir schon. Yoshi. Keiner Risiko. Und Lucky, du hast meinen Stachy zerstört. Das ist mal richtig sozial von dir. Okay, wir laufen jetzt mal lieber auf die Seite. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich ihn jetzt mit diesem Stachy treffe. Ich habe es eigentlich schon komplett... Ja, ich habe es eigentlich schon damit gerechnet, dass ich ja, mir wieder einen neuen Stachy holen muss. Das war jetzt wirklich überraschend für mich. Okay, aber jetzt eskaliert er vollkommen. Aber ich hätte ihn halt fast getroffen. Ah, schade. Ich wollte ihn eigentlich weiter nach links werfen. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Der war wieder... Da ist genau dasselbe passiert. So, Yoshi, wir brauchen dich. Und der war ganz schön knapp. Okay, müssen wir das irgendwie mit einberechnen? Jetzt hat er wieder so ein tolles Ausweichmanöver hingelegt. Und ich bin tot? Was? Ich wurde einfach von dem Typen aus der Arena geworfen. Ich habe jetzt 2 Minuten lang ihn nur bombardiert. Es hat nichts gebracht und am Ende passiert das.
Naja, ich arbeite uns jetzt mal wieder so gerade heran, bis er wieder nur einen Hit braucht. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Habe ich nicht vorhin gesagt, ich denke, der Boss macht uns keine Probleme. Ja, Blue One-Up, hast du bisher eindrucksvoll unter Beweis gestellt, würde ich mal sagen, weil das war jetzt wirklich äußerst billig. Ich habe ihn nicht mal einmal getroffen und bin schon wieder gestorben. Okay, da wären wir wieder. Ich habe ihn jetzt zweimal getroffen, aber ich habe schon wieder alle Münzen, die wir jetzt hier gehabt haben, als vorher schon wieder alle aufgebraucht. Von daher, wir werden sehen, wie weit wir kommen. Und der ist gut und der sitzt. Ja, dieses Mal ging es wesentlich schneller. Ich glaube, ich habe ihn jetzt in der dritten Stage des Bosses, ich glaube, da hat er viermal verfehlt. Es war einmal schon richtig knapp, aber jetzt hat es dann doch noch geklappt. Wir haben den vierten Powerstern und jetzt ist die Frage, können wir noch eine Mission machen mit Blick auf die Uhr? Da uns der Lubber dieses Mal nicht wieder aufgehalten hat, denke ich, können wir mal anschauen, was der Typ von uns will. Ja, wir haben sogar genug Sternteilchen. Ich habe jetzt, glaube ich, bisher noch nicht so stark darauf geachtet, mir, dass ich die alle sammle, so richtig. Aber es reicht halt trotzdem so gerade noch. Deswegen würde ich mal sagen, wir füttern dich direkt mal. La 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 la. Hey, du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? So, und jetzt, weiß, glaube ich, jeder, dass ich nicht singen kann. Lalalala, okay. Das ist mir zu blöd. Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gib mir 300, dann verwandle ich mich. Okay. Mich würde mal interessieren, wie satt die Dinger machen. Mich würde interessieren, wie viele Sternteile ich zum Abendessen bräuchte, um satt zu werden. So, wir haben noch Zeit für... Ich glaube mal, dass diese Galaxie, die wir jetzt freigeschalten haben, nicht die längste ist. Und deswegen machen wir die hier. Ich glaube, dass die aber für Welt 1 Verhältnisse dann doch nicht ganz so einfach ist. Wir müssen uns konzentrieren auf alle Fälle. Okay, an der Stelle... auch noch die Umfrage. Die basiert aber jetzt eher auf der ersten Galaxie. Und zwar geht es um den lieben Yoshi. Und zwar, die Frage ist, ob ihr Yoshi in... ob ihr gerne solche Level mögt, wo Yoshi dann vorkommt. Oder ob ihr sagt, nee, Yoshi ist irgendwie nicht so das Ding. Ich mag Yoshi nicht so gerne. Stimmt auf jeden Fall oben ab. Also, ich habe jetzt schon mal eine Vorstellung, wie die Umfrage am Ende aussieht. Aber, ja, wir werden es sehen, denke ich, am Ende. Ja, das heißt, die Umfrage müsste jetzt stehen und wir kämpfen uns ja einfach mal durch. Also, Ziel ist, wir, immer wenn wir schütteln, dann drehen wir die Platten um. So ein Level gab es ja meines Wissens auch in Super Mario 3D World oder 3D World. Und, ja, wobei da ging es da um Schütteln. Oder ging es da um Springen, ich weiß es gar nicht mehr. Können mich ja aufklären, ob es da schon gereicht hat, wenn man springt, dass sich die Platten umdrehen. Ich glaube sogar, es war so. Also, ich bin mir nicht mehr sicher. So, auf jeden Fall, jetzt kommt der Teil, wo ich fast sterbe. So, und wir springen hier rüber und machen es so. Dann kann es der Kettenhund gar nicht erstmal in die Quere kommen. So, ich denke, bisher kommen wir ganz gut voran, aber das sollten wir jetzt halt noch nicht so betonen, weil am Ende fällen wir wieder irgendwo und das wäre jetzt nicht so optimal, ne? Na gut, für euch vielleicht schon, für mich eher weniger. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal die Kometenmünze, oder? Und da haben wir es. Okay, das war...
optimal gespielt, würde ich mal sagen. Aber ich muss sagen, dass ich in diesem Fall irgendwie dachte, ich fall schon runter und wollte mich hätten, aber ich wäre auf der Plattform gelandet. Von daher war es vielleicht dann doch nicht die optimale Entscheidung, das zu tun. Okay, da wären wir wieder. Aber dieses Mal machen wir es anders, gehen kein Risiko ein und springen erstmal auf diese Plattform, damit uns das nicht nochmal passiert. Okay, weiter geht's. Okay, die skippen wir mal. Machen einen Weitsprung hier rüber, beziehungsweise einen Hechtsprung. So, und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall eine blaue aktivieren, aber das ist erstmal kein Problem. Hier einfach durchlaufen. Also bisher kommen wir jetzt doch relativ gut voran. Hier müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und hier müssen wir den Hechtsprung besser timen. Gar kein Problem. So, ich glaube, das hier ist der schwierigste Sprung. Deswegen, ich drehe mir jetzt hier mal die Kamera zu, Hecht. Ja, wobei, überhaupt kein Problem. Und wir holen uns noch einen Powerstern. Den fünften Powerstern dieser Folge. Und damit, denke ich, ist es auch ein guter Zeitpunkt, auch diese Folge jetzt zu beenden. Ich hoffe, euch hat Part 2 von diesem Let's Play gefallen. Schreibt mir auch gerne wieder einen Kommentar. Vergesst die Abstimmung nicht. Und wenn es euch gefallen hat, unterstützt gerne das Projekt mit einem Like und einem Abo für mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Dienstag kommt der dritte Part. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Auf Wiedersehen.